Willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Wir müssen immer noch 5 Senji für Sailor Moon aussuchen und 5 für Shibusa. Und ja, ist die Frage. Ich nehme diesmal die mit, die nicht ganz so nutzlos während der Kämpfe sind. Also ich nehme für Sailor Moon nehme ich mit Sailor Mars, Sailor Venus. Die waren das letzte Mal ziemlich gut. Wobei zweimal Feuer ist blöd. Nee. Jetzt muss ich überlegen, war Sailor Mars oder Sailor Venus besser? Ich glaube, die waren beide gleich gut. Nee, du darfst wieder. Du darfst in die Abstellkammer zu Shibusa. Ich nehme auf jeden Fall Sailor Jupiter mit. Sailor Uranus. Nee, verdammt. Und Sailor Saturn. Das wird mein Team im Kampf gegen Apsu. Und der Rest darf jetzt mit Shibusa irgendwo rumtollen. So. Setzen wir dem ein Ende. Sailor Moon, verliere nicht gegen Apsu. Natürlich nicht. Auch für Ansha werde ich sie im Namen des Mondes bestrafen. Viel Glück, Sailor Moon. Tisch ab, Kleine. Jetzt spielen die Erwachsenen. Okay. Ich glaube, wir müssen da hoch. Hm. Wo ist Tuxedo Mask? Er hat doch hier noch vor nicht allzu langer Zeit gekämpft. Diese Spur der Rosenblätter. Sie führt zum Tor der Zeit. Egal, was passiert ist. Wir müssen gehen. Okay. Rosenblätter. Noch mehr Rosenblätter. Die Rosenblätter scheinen in den Turm der Zeit zu führen. Miau, miau. Miau, 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 miau. Ich dachte schon. Was ist das? Dort ist ein neuer Turm. Wie gefällt euch mein neuer Turm der Zeit? Wenn ihr Tuxedo Mask wiederhaben wollt, dann tretet ein. Natürlich nur, wenn ihr euch traut. Was hast du vor? Miau. Ich werde reingehen. Oh yeah. Nanu? Tuxedo Mask! Sailor Moon. Es tut mir leid, nach dem Sieg über Fiore wurde ich gefangen genommen. Können wir nicht fliehen? Miau, miau. Miau, 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 miau. Also müssen wir zuerst Apsu besiegen? Miau. Hm. Es tut mir leid, Tuxedo Mask. Dann können wir dich jetzt doch noch nicht befreien. Das ist schon in Ordnung. Sorge dich nicht um mich. Konzentriere dich auf den Sieg über Apsu. Aber wenn du sie besiegst, dann werde ich frei sein. Und wenn du verlierst, dann werde ich sterben. Aber ich glaube an dich. Und wenn wir sterben sollten, dann gemeinsam zur selben Zeit. Tuxedo Mask. Weine nicht, Sailor Moon. Wenn du Apsu besiegst, dann wird alles gut. Gib nicht auf, Sailor Moon. Gut, Tuxedo Mask. Oh, jetzt sind wir hier richtig. Oh, okay. Random. Okay, es ist einfach random, wo wir jetzt hier drauf wandern. Hier könnten wir noch einkaufen, wenn wir lustig sind. Ich pass mal auf, auszuweichen. Ich bin ein reisender Händler. Möchtest du was kaufen? Ich glaube, wir haben. Wir können nicht mehr so viel kaufen. Ja. Ich glaube, wir haben schon. Oh. Wir können Heilbäder kaufen. Geben wir Geld aus. Warum? Weil wir so viel davon haben. Brauchen wir es? Nein. So, was finden wir hier? Ein Schokoladenparfait. Mm-mm. Endlich mal was mit Style. Irgendeine komische Stelle ist hier. Okay, hier waren wir schon in diesen Räumen.
an irgendeiner Stelle werden wir sicherlich weiterkommen. Die Frage ist nur, an welcher. Weil hier gibt es irgendwo eine Platte, sage ich ja, die uns dorthin bringt, wo wir hin wollen. Gehen wir hier durch. Oh nein, jetzt sind wir hier auf dem Dach. Oh nein, wie kann sowas passieren? Gehen wir hier rüber. Hier ist nichts. Aha, hier. So, wo bin ich jetzt? Aha, hier gibt es Gegner. Ganz toll. Ich bin mal gespannt, was die jetzt hier können. Ach ja, Sailor Moon ist eigentlich wieder gar nicht so geil. Dann wollen wir mal hier einfach ein bisschen Zeug machen und gucken, wie viel Schaden wir machen. Wahrscheinlich so 50? Nö, wir knocken die einfach aus. Gut, wir sind perfekt ausgerüstet für den Endkampf, glaube ich, wenn wir hier selbst die Trash-Mobs mit einem Schlag besiegen. Oh geil, hier können wir nochmal speichern. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, bitte. Warum auch nicht? Für den Fall, dass wir jemals hier nochmal zurückgehen sollten oder zurück müssten, weil wir ja auch so viel zu tun haben beim Leveln. Ah, sehr gut. Okay, wo bin ich jetzt? Was war das denn? Aha. Sieh an, die Sailor-Kriegerinnen sind endlich da. Ihr seid also diejenigen, die versuchen, mein Schicksal zu zerstören. Du bist diejenige, die mit dem Schicksal der Menschen spielt. Im Namen des Mondes werde ich dich bestrafen. Tut mir leid, Sailor Moon. Oh, was jetzt? Aber diese Brosche, der Silberkristall, gehört mir. Silberkristall, zeig uns das neue Schicksal. Oh nein, ich habe schon wieder eine schlechte Note bekommen. Mama wird wieder böse sein. Ich hasse Klassenarbeiten. Das ist aber schlecht. Was guckst du so? Du solltest mir lernen, Weichbirne. Bäh. Oh nein. Wenn das Schicksal in Erfüllung geht, wird Sailor Moon wieder in Staffel 1 versetzt. Nein! Was soll das? Sailor Moons Schicksal sollte sich geändert haben. Absu, du verstehst deinen größten Fehler nicht. Das Schicksal wird im Herzen der Menschen geschaffen. Ich liebe Mamoru nicht wegen dem Schicksal. Egal wie sehr du es versuchst, ich werde Mamoru niemals aufgeben. Ich verstehe. Aber es sieht ganz so aus, als stündest du mit dieser Meinung nicht, Meinung alleine da. Ich verstehe nicht, warum wir kämpfen müssen. Ich möchte ein friedliches Leben führen. Und mich wie ein normaler Mensch verlieben. Gäbe es keinen Silberkristall, dann hätten wir einige dieser Kämpfe vermeiden können. Ich möchte auch wie ein normales Mädchen meine große Liebe finden. Was sagt ihr da? Ihr seid für immer meine Sklavin, bla 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 bla. Es gibt viele Schicksalsschläge in unserem Leben. Und es war kein leichter Weg, trotz dessen ein glückliches Ende für alle zu erschaffen. Aber sollte man deswegen das Schicksal verändern, dann wären alle unsere Bemühungen umsonst gewesen. Das Schicksal verändern. Und selbst wenn unsere Bemühungen alle umsonst waren. Nein, wir müssen unser Bestes geben. Ich möchte euch nicht alle aufgeben sehen. Das mag ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass Sailor Moon so etwas sagen würde. Mir geht es jetzt besser. Richtig. Ich verstehe, dass dir das nicht gefällt. Und ich lasse mich nicht länger täuschen, Sailor Moon. Leute. So ist das also. Dann muss ich, um nicht selbst zu sterben, euch alle töten. Okay, wie viele Hits geben wir ihnen? Komm, die Wetten werden jetzt angenommen. Wer wettet auf 5? Wer wettet auf 6? Ich sage 6 Schläge. 6 Schläge. Wer bietet mehr? Wer bietet mehr? 6 Schläge. Zum ersten? Nein, ich noch nicht. Wir fangen an mit 6 Schlägen. Wie viele Schläge hält dieser Boss aus? Nachdem wir Stufe 99 erreicht haben und wahrscheinlich die stärksten Sailor-Kriegerinnen dabei haben. Einer wird es nicht sein, das wissen wir durch die Gegner vorher. Wer sagt das erste Gebot? Kommt, hier, Leute im Stream, ihr seid dran, ihr seid gefragt. Los, los, los. Tippt jetzt, tippt jetzt. Noch habt ihr die Möglichkeit.
Einfach irgendwelche Zahlen. Komm. Ihr habt es in der Hand. Wir wollen sehen, wer recht hat. 10 Schläge von meiner Freundin. Okay, wer bietet mehr, wer bietet weniger? Weniger? Gehen wir weniger. Ich sag weniger. Ich würde sagen, wir brauchen 5 Schläge. Obwohl wir sind 5 Krieger. Egal. 5 Schläge. Was sagt ihr? Wer tippt? Wer tippt noch? Es sind noch ein paar Leute im Stream. Ihr könnt noch. Ihr dürft noch. Ich bereite schon mal so die ersten paar Hits vor. Habe sagt 6. Der Habe sagt 6. Wer bietet mehr? Wer bietet weniger? Was sagt 8? 5. 5 Schläge von Tommy. 8 von, 8 von Habe. Sorry. Okay. Gucken wir doch mal. Wir haben zumindest schon mal ein paar. 7. 7. Tommy sagt 7. Jetzt muss ich entscheiden. 5 oder 7? Ich muss nur noch einmal Kreis drücken, einmal A drücken und dann können wir. Tommy, 7 letztes Gebot? Okay. Schauen wir mal. Erstmal kommt Giftnebel. Yay. Das verfehlt eh alle. So. Erster Hit. Oh. Zweiter Hit. Sieht besser aus. Dritter Hit. Oh. Vierter. Ja, das hat schon ein bisschen mehr. Okay, und Sailor Moon. Okay, 7. Tommy sagt 7. Okay, wir haben jetzt die ersten 4. Ich glaube, es werden mehr. Tatsache, krass. Hätte ich nicht erwartet. Vielleicht ist das der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ja, natürlich bringt das überhaupt nichts. Haben wir hier irgendwas, was... Das bringt auch wieder nichts. Wir können ja gucken, ob wir nicht vielleicht Sailor Moon einfach mal den Heiligen Gral geben. So. Dann machen wir hier einfach ganz normal weiter. Ich nehme nochmal hier Wirbel des Jupiters. Mal gucken, ob das was bringt. Und Uranus hat doch schon mal ganz gut reingezimmert. Also die Nahkampfangriffe von ihr sind auf jeden Fall schon ziemlich schlecht. Okay, das ist Hit Nummer 4, 5, 6, 7, so, und 8. So, Sailor Moon setzt den Heiligen Gral ein. Okay, 8 haben wir schon mal drin, das heißt, es wird mehr. Sailor Moon hat jetzt eine neue Attacke, und zwar Regenbogen-Herzschmerz. Haben wir jetzt hier vielleicht irgendwas, was wir noch als Gemeinschaft Regenbogen Herzschmerz gemeinsam bestrafen? Okay. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Finisher oder so sein soll. Probieren wir mal mit Sailor Moon anzugreifen. Oh, sie hat nichts mehr. Na dann, muss sie hier das, genau, das Eau de Cologne nehmen. Oh, sie kann auch nichts. Na, dann schlägt sie einfach zu. Uranus kann aber noch. Die ist noch voll dabei. Und Saturn sowieso. Na, schadenstechnisch ist es zumindest ganz gut ausgeglichen. Okay. Das war 8, 9, 10. Ah. Und 11. Süß. Moment, das haut doch gar nicht hin. Das muss jetzt schon 12 Schläge gewesen sein. 12 Schläge haben wir schon drin. Ja, komm, Hauptsache Schaden. Okay, es wird wahrscheinlich ein langer Kampf, weil irgendwie keiner von uns so viel Schaden macht, wie ich es gerne hätte. Schön in die Falle gelaufen, würde ich mal behaupten. Ich hätte jetzt gerne so etwas wie Analyse. Um zumindest ein bisschen zu sehen, wie viele Lebenspunkte die eigentlich hat.
würde jetzt zu gerne wissen, ob das hier wieder so ein Witz ist wie bei anderen RPGs, dass die einfach so mehrere Phasen hat und wir irgendwie 3-4 Mal gegen sie kämpfen müssen oder so ein Mist. Was kommt jetzt? Das sieht böse aus. Hast du das vorher schon mal gemacht? Achso, das war ja süß. So. Dadurch, dass keiner getroffen, dass keiner die richtige Zahl getroffen hat, bringt es auch nichts, noch weiter zu wetten, sage ich mal. Rote Kolonie. Wer macht hier wenig Schaden? Wenig Schaden macht, Sailor Moon, glaube ich, war das. Jupiter macht recht wenig Schaden, dann darf sie die ganze Zeit Menüboxes spammen. Ja, und die davon dürfen auch einfach so weitermachen. Oh, damn, verschluckt. Ah, Glück gehabt. Er war noch nicht ganz durch. Mein Verschlucken. So, und das machen wir jetzt die ganze Zeit so weiter. Au, das war ein Hit. Ich frage mich, ob Sailor Saturn auch mal krittelt. Hätte ich mal anstatt Jupiter doch Venus dabei gehabt. Dann wäre das um einiges einfacher hier, glaube ich. Weil anscheinend scheint sie so ein bisschen feueranfällig gewesen zu sein. Alles andere wäre Schwachsinn gewesen. Okay. Sicher, dass wir hier nichts... Nee. Nee. Das check ich nicht. Diese Sonderattacken habe ich einmal gemacht und die haben nichts gebracht. Und jetzt ist es halt eben so, okay, sie lösen einfach an keiner Stelle aus. Ich könnte ja einfach mal gucken, ob die anderen irgendwas machen können. Sternstaubstrahl, nee. Hier auch, nee. Dann bleibt's dabei. Wie sieht's bei dir aus? Sie hat sowas gar nicht. Dann bleibt sie auch bei dem, was sie sonst auch immer tut. Nope. Nope. Ich check's echt nicht, ne? Das ist so... Nice to have, aber man kann einfach nichts damit machen. Oh, geil. Einfach mal einen Schlag daneben gesetzt. Ich bin so stolz auf dich, Apsu. Das Gute ist, wir haben noch so 97, 96 Runden Zeit, bis uns die Punkte ausgehen. Ja, das tut wahrscheinlich hier wieder mächtig weh. Wenn es dann vernünftig trifft. Oh, geschafft. Und ich bekomme noch Erfahrungspunkte dafür. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Wenn der letzte Gegner noch Erfahrungspunkte und sowas gibt. Wir haben es geschafft. Nun werden alle Schicksale wieder normal. Shingo ist nun zu Hause. Das ist schön. Was ist das für ein Beben? Das Schicksal wird nun wieder normal. Hier ist es zu gefährlich. Lass uns von hier verschwinden. Tuxedo Mask, wir haben Apsu besiegt. Gute Arbeit. Und jetzt lasst uns gehen.
geil, die LSD-Brücke. Der Turm bröckelt. Nun ist alles vorbei. Nein, wir müssen noch den Meteoriten aufhalten. Aber wie können wir das anstellen? Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Dann lasst es uns tun. Aber wann wird der Meteorit ankommen? Nach meinen Berechnungen in etwa 2 Stunden. Oh super, da können wir noch Eis essen gehen. Der Meteorit ist gleich da. Vereinen wir unsere Kräfte. Macht der Mondnebel. Oh nein. Macht der Mondnebel. Macht der Merkurnebel. Macht der Marsnebel. Macht der Jupiternebel. Macht der Venusnebel. Macht der Plutonebel. Macht der Uranusnebel. Macht der Neptunnebel. Macht der Saturnnebel. Macht des Mondes. Nun ist alles vorbei. Miau. Miau. Miau, 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 miau. Haben wir vielleicht etwas übersehen? Tuxedo Mask, warte hier. Das stimmt. Wir können dich nicht ständig dahinter, da hineinziehen. Wir kümmern uns darum. Leute. Warum nur? Wie konnte ich besiegt werden? Ich will nicht sterben. Jemand... So gibt mir doch jemand Kraft. Abso. Ich werde dir meine Kraft geben. Lass uns ein neues Schicksal beginnen. Wenn du lebst, können Anscha und ich auch in Frieden leben. Hm? Was ist das für eine böse Energie? Ich habe es auch gespürt. Ich auch. Diese böse Energie. Sie umhüllt den Kristallpalast. Sie werden die Kontrolle über die Menschen im Palast übernehmen. Und sie mit böser Energie erfüllen. Die Menschen könnten sogar dadurch sterben. Was? Mama und Papa werden sterben? Das will ich nicht. Wenn Königin Serenity und König Endymion sterben... wird die Welt, die durch den Silberkristall aufrechterhalten wird, im Chaos versinken. Das müssen wir verhindern. Und diese sehr böse Energie? Dann könnte Apsu noch am Leben sein. Apsu? Ja, diese Energie ist der von Apsu ähnlich. Und ebenso der von Sin. Die Energie von Apsu und Sin? Ich konnte die Position der Energiequelle mit meinem Computer berechnen. Die Quelle befindet sich im Keller des Palastes. Lasst uns gehen. Ich will diese Kisten haben. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Ich finde einen Kristall ohne Kolonie. Okay. Was auch immer. Und ich finde einen Kristalltropfen. Okay. Was auch immer. Wo genau ist hier der Keller? Kann mir jemand sagen, wo der Keller ist? Vielleicht hier hinten. Vielleicht ist es eine dieser Türen gewesen hier. Nee. Im Keller des Palastes. Wo soll denn hier der Keller sein, verdammt? Ich habe keine Tür zum Keller gefunden, als ich das erste Mal durchgelaufen bin. Bewacht irgendwer von euch den Keller? Sagt es mir jetzt. Sailor Moon ist eure Königin. Naja, bald. Irgendwann so in 1000 Jahren. Nee, du nicht. Obwohl, Moment. Ihr seid mit dem Puzzle also bereits fertig? Ihr habt ja das Puzzle ja immer noch nicht vollständig gelöst. Wenn ihr damit fertig seid, kommt ihr wieder. Haben wir wenigstens ein neues Puzzleteil bekommen? Das wäre ja was Schönes. Natürlich nicht. Dafür müssen wir noch 5000 weitere Gegner besiegen. So, wo hier ist der Keller hin? Guck einfach mal. Moment. Ich werde, wenn ich hier versuche... Ja, war klar. Warte, Sailor Moon.
Wir müssen in den Keller. Oder auch nicht? Was ist los, Uranus? Wir können nicht allein, nicht alle gehen. Das stimmt. Einige von uns sollten im Palast warten. Wir müssen Königin Serenity und König Endymion beschützen. Teilen wir uns dann in jeweils zwei Gruppen von je 5 Personen auf. Wer kommt mit mir? Ganz einfach, die gleichen wie gerade eben schon mal. Der Grund ist ganz einfach. Das letzte Mal. Das sind nämlich auch die, glaube ich, die, Ach, Moment. Dich tausche ich aus. Ich glaube, das sind nämlich genau die, die nämlich auch gegen die anderen Kollegen am meisten Schaden gerissen haben. So, wo ist jetzt der Keller? Selbst hier, am Ende, können sie es nicht lassen. Oh, wait, ich sollte vielleicht mal... Erstmal, das Ganze so aufbauen, dass die auch Schaden machen. Wobei Saturn macht das eher alleine. So, und jetzt muss ich echt eine Kellertür finden, oder was? Ist hier der Keller? Nein. Ey, ernsthaft. Hier jetzt echt noch so ein random Schissel rauszupulvern. So, ja, such die Kellertür in einer Stadt, die einfach gleich aussieht. Vielleicht ist es ja eine dieser Türen, die nicht beschriftet sind. Ist ja auch klar, weil es steht ja ganz sicher nicht ganz offensichtlich Keller auf der Kellertür. Oder Keller vom Palast oder sowas. Das finde ich ja auch vernünftig. Das muss man ja auch so, mal sagen. Aber... What the hell? Warum? Man könnte zumindest den Hinweis geben, der Keller befindet sich im Osten oder der Killer befindet sich im östlichen Bereich der Stadt. Oder irgendwie sowas. Ja, und nicht so ein, ja nee, jetzt musst du erstmal gucken, wie du hier klarkommst. Und dann immer diese Random-Kämpfe. Immer diese Random-Kämpfe dazu. Vor allem, die haben noch nicht einmal die Lebenspunkte regeneriert nach dem Endfight. Wie dreist ist das denn? Es war ja eh nicht der Endfight, wie wir jetzt wissen. Ist das der Keller? Nein. Ist hier der Keller? Nein. Hier sind nur Gegner. Ganz geil. Und passt auf, wenn ich jetzt nach oben gehe, komme ich nicht direkt in den, direkt in den Thronsaal oder ins Schloss, sondern auf einmal gibt es da ein Gebiet, was wir vorher noch nicht gesehen haben oder so etwas. Oh, doch nicht. Schade. Nein, ich will nicht mit euch reden. Achso, nun lasst uns abzubesiegen. Das checke ich jetzt nicht. Also ist der Keller jetzt doch hier? Nee, das kann nicht sein. Passt auf, der Keller ist in Richtung Dachboden oder sowas. Oder keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich bin hier völlig überfragt gerade. So, auf die letzten
20 Meter noch so einen Kram rauszupulvern. Sie versteckt sich im Keller. Und keiner weiß, wo der Keller ist. Und ich meine, warum sollte der Keller außerhalb vom Schloss sein? Das würde ja noch weniger Sinn ergeben. Warte, Sailor Moon. Okay, das kennen wir schon. Ach so, ja gut, okay. Es ist, der Keller scheint wirklich draußen zu sein. Okay. Wir bleiben dabei. Wir nehmen dich mit. Wir nehmen... dich mit, dich nehmen wir auch mit und dich. So, das bleibt dabei. So, den Keller gibt's in der nächsten Folge.